van Pfister, sie haben heute orientiert über den Datenschutz am Roundtable 2018 von der IG Sport Luzern. Ganz einfach ausgedrückt, was ist Datenschutz? Datenschutz ist der Umgang mit personenbezogenen Daten. Das heisst, Daten, die auf eine einzelne Person schliessen. Wie gehe ich aus Verband, aus Verein mit diesen Daten um? Woher kommen die Daten? Wie bearbeite ich sie? Wem gebe ich sie weiter? Und wie stelle ich sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden? Es ist ein Thema, das in aller Munde ist. Nächstes Jahr wird das Ganze scharf gestellt. Was bedeutet das für unsere Vereine und Verbände? Für Verbände und Vereine ist es aus meiner Sicht eine grosse Chance, seine Prozesse neu anzuschauen, sicherzustellen, dass man am aktuellen Gesetz gerecht wird. Und es ist auch eine Möglichkeit, um sich abzugrenzen von anderen Vereinen und Verbänden. Es ist auch ein Vertrauensbeweis. Ich als Vater oder als Götti von einem Mädchen bin froh, wenn ich weiss, dass meine Kinder in einem Verein sind, der saubere Prozesse hat, der anständig mit den Daten von meinen Leuten umgeht. In der EU ist mit dem DVG ziemlich scharf gestellt. Das Schweizer Datenschutzgesetz ist ja ein bisschen lascher als die EU-Anwendung. Wann kommt das zu tragen in der Schweiz überhaupt? Ja, da sind Diskussionen noch offen. Im Parlament ist es so, dass eine zweiteilte Beratung wird stattfinden. Wir gehen davon aus, dass im Mitte Jahr 2019 ein adäquates schweizerisches Datenschutzgesetz in Kraft tritt, wo ähnliche Normen beinhaltet, wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung seit dem Mai 2018 schon hat. Das Thema dreht sich ja vor allem auch um Homepages, über Webshops etc., die man anbietet. BerkBlue, das ist die Firma, die Sie arbeiten, hat ein spezielles Angebot für unsere IG-Sportmitglieder. Können Sie das schnell erklären? Das ist in ganz wenigen Worten zusammengefasst ein Fitnesscheck. Die Webseite ist nach unserer Erfahrung die Visitenkarte, wie man nach außen auftritt. Und es ist aber auch ein Spiegelbild der internen Prozesse. Das heisst, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, zusammen mit der IG Sport, dass Vereine ihre Webseite an einem Fitness-Test unterziehen. Wir schauen dort verschiedene Aspekte an. Hat es ein Impressum drauf? Ist korrekt darauf hingewiesen, ob man Analyse-Tools verwendet, beispielsweise Google Analytics? Haben wir richtigen Umgang mit sogenannten Social Media Plugins? Das sind die Felder auf der Webseite, wo man draufklicken kann. Und dann kommt man zum Beispiel auf Facebook-Fanpage vom Verein oder vom Verband. Danke.